Innen, wunderschön. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt, wie ihr seht, Medieval. Oh, ich bin so heiß drauf. Ich bin so heiß drauf, Leute. Endlich mal wieder ein PlayStation-Klassiker, der neu aufgelebt wird. Oh, ey. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, das ist so wie früher. Ich hoffe, ich komme in ein Feeling wie früher rein und. Oh. Vor langer, langer Zeit Und Deutsch, lebte geil. im Königreich Gelomir ein Zauberer namens Zarok. Das gucken wir uns mal Dieser arrogante, herzlose Mann hasste seine Mitbürger und ihr einfaches, friedvolles Leben. Und so beschwor er eine Dämonenarmee, um das ganze Reich für sich zu Na, Sir erobern. Daniel. Der beste Krieger des Königs, Sir Daniel Fortescue, führte die Streitkräfte in der Schlacht gegen die unheiligen Horden an. Noch heute erzählen Lieder von seinem mutigen Ansturm, wie die Dämonenscharen vor ihm fielen wie Fliegen, wie er trotz tödlicher Verletzungen den Zauberer mit allerletzter Kraft vernichtete. An diesem Tage ging Fortescue als Held von Gelomir in die Geschichte ein. Und eine Zeit des Friedens begann, die 100 Jahre andauerte. Doch der Zauberer kehrte zurück. Ist echt schön gemacht. Wie gesagt, auch ist ein altes Spiel von Sony, da erwarte ich viel von. Ihr könnt es auch euren Kindern schenken, da wird keine Brutalität drin vorkommen. Da passt Sony auf. Und das war damals auch keine Brutalität, das habe ich auch als Kind gespielt. Oh, ich hoffe nicht, dass das nur ein Render-Trailer ist jetzt, dass er wirklich, dass er die Grafik so wie es jetzt aussieht. Überarbeitet haben und dass es wirklich so geil aussieht. Ich habe mir auch noch keine Trailer angeguckt, nix. Außer den einen Trailer, den sie mal gezeigt hatten, aber das war bei der E3 und da ist sowieso alles immer Render-Trailer, da kannst du auch nicht alle glauben. Aber damals bei den Spielen haben sie halt wenig gequatscht, weil es war halt nicht der Platz da auf den CDs, dass da viel Gequatsche war. Eine PlayStation 1 CD hat ja auch nur 700 MB gehabt. Zusätzliche Updates laden und so gab es damals auch nicht. Ja.
So, wir haben Effekt, Lautstärke, Musiklautstärke. Ich mach mal die Musiklautstärke, war drunter. Sprachlautstärke, lass mal auch laut. Vibration an. Hat mit L3 ausblenden, nee, brauchen wir nicht. Helligkeit, Untertitel anzeigen. Gerade noch sichtbar ist. Also bei euch ist er mehr sichtbar als bei mir. Sprache und dann kann man noch, ich glaube, das ist Russisch und das ist, keine Ahnung. Neues Spiel. Ich kann mich auch an alles gar nicht mehr erinnern, ey. So lange her. Sehr gut. Sir Daniel Fortescue, er ist auferstanden. Der Held von Gallowmere, der in der ersten Runde auf die Nase fiel. Im Nebel der Geschichte wurde der Verlierer zum großen Retter erhoben. Aber wir kennen die Wahrheit. Also die Anleitungen, die sind... Er nicht, weil sonst würde er zu viel trainieren. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die Schmach zu vergessen. Ja, das war mal gut bei Sony, bei damals und auch heute, bei die, wenn man mir zum Beispiel Kneck oder Little Big Planet angucke. Die Anleitungen, die waren immer super. Also, die hat man immer gut verstanden. Nein, ich will zurück. Ich habe was gesehen. Geld. Ach, Kiste. Boah, der läuft aber schnell. Bin ich gar nicht gewöhnt. Ist der schon immer so schnell gelaufen, ja? Ihr müsst außer Form sein, nach 100 Jahren faulem Herumliegen. Richtig. Benutzt die Krypta, um eure zweite Chance in Angriff zu nehmen. Okay. Alle gefundenen Schätze erhöhen euer Gesamtvermögen. Mit den Münzen könnt ihr Objekte von den gierigen Gargoyle-Händlern kaufen. Okay. In ganz Gallowmere findet ihr Lebensflaschen. Sie enthalten dieselbe Magie, die euch aus eurem Schlummer weckte und holen euch erneut von den Toten zurück. Ist eure Gesundheit niedrig? Nutzt eine Flasche, um euch Linderung zu verschaffen und füllt sie auf, wann immer ihr könnt. Okay. Wenn ihr die Krypta verlassen möchtet, findet ihr am Ende der Halle einen Ausgang. Zum Öffnen der Tore müsst ihr einen Runenstein finden und ihn in die kunstvolle Hand neben dem Tor legen.
nicht hier auch irgendwo noch was versteckt? Auf euren Reisen durch Gallomere werdet ihr viele Objekte sammeln. Öffnet euer Inventar, um sie anzusehen oder zu verwenden. Dort findet ihr auch das Gallomere-Buch, in dem alle Wesen verzeichnet werden, denen ihr begegnet. Es enthält Weisheiten, wie sie nur eine körperlose Stimme zu erkennen vermag. Okay. Wert. Ach so, das war er. Früher war er mit Viereck, genau. Hier haben wir ja, waren wir schon. Und dann stürzen wir uns mal rein ins Abenteuer. Folgt Zaroks Spur auf seiner teuflischen Odyssee durch Gallomere. Die Ausgänge aus seinem Bereich findet ihr anhand seiner stinkenden Spur aus Zauberschleim. Okay. Suchen, vernichten, Welt retten. Fangen wir an, das wusste ich noch. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre her das ist mit der PlayStation 1, wo ich das gespielt habe. Oh, das ist über 20 Jahre her. Halt, falsch Knopf. Ich kann ja gar nicht was zerstören, die Hand. Abstände kann ich zerstören. War da nicht auch mal was, dass in Grabstein was drin war? Willkommen zurück in eurem geliebten Gallomere. Die stinkenden Toten haben sich zum Tanz mit den leblosen Lebenden erhoben und sie wollen es über eurem Leichnam tun. Nicht mit mir. Drücke mal aus Versehen Dreieck, ey. Das kleine Licht, das euch folgt, ist ein Irrlicht. Die Helden der Halle sollen sich nicht in das Leben der Sterblichen einmischen. Aber als sie hörten, dass Sir Daniel Fortescue eine zweite Chance erhält, da entschlossen sie sich, euch beim räumlichen Sehen zu unterstützen. Es umkreist Gegner, was euch beim Zielen mit Fernangriffen hilft. Zeigt euch aber auch, wenn ihr etwas näher untersuchen solltet. Okay.
Manchmal kann es nützlich sein, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ja. Nehmt euch ab und an etwas Zeit, um die Schönheit von Gallowmere zu genießen. Haltet euer Auge nach interessanten Details offen. Lasst euch nicht von Zombies unterkriegen. Nee. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt. Haben wir ja nicht mehr, wir sind ja versorgt. Vergesst nicht, der Blick eines Engels bringt alles ans Licht. Blick eines Engels. Dieses Objekt hier ist der Kelch. Mit jedem erledigten Gegner, der eine Seele besitzt, füllt sich der Kelch ein wenig. Füllt ihn und sammelt ihn dann ein. Dann seid ihr würdig, im heiligen Heldensaal eine neue Waffe zu erhalten. In jeder Region von Gallowmere befindet sich ein Kelch. Sie alle sind versteckt oder gut bewacht. Nur ein wahrer Held kann sie alle bergen. Okay. Da ein Engel. Offen haben wir es schon mal. Müssen wir noch ein paar Gegner platt machen. Die Welt der Lebenden liegt jenseits dieser Schädeltore. Der Meister des Bergmausoleums, der Buntglasdämon, besitzt den Schädelschlüssel. Okay, also den Buntglasdämon erstmal platt machen. Ich habe den jetzt 100% voll. Also man muss nicht alle Gegner töten, um 100% zu kriegen. Das wusste ich gar nicht mehr, ey. Keine Trophäe gekriegt. Oh, hier oben, da will ich hin. Kommen wir da hin? Oh.
ich gebe mein Geld lieber auf. Da will ich hin. Da muss es ja auch eine Möglichkeit geben, darüber zu kommen. Tor. Beim Engel. Also nochmal zum Engel zurück. Steuerung habe ich noch so meine lieben Probleme. Ich hatte mir auf der PS3 ja damals auch Metal Gear geholt. Die Remastered. Ich bin bei Metal Gear mit der Steuerung gar nicht mehr klar gekommen. Landst ruhig etwas im flachen Wasser herum, aber wagt lieber keinen Schwimmversuch. Denn für jene von totem Gemüt kann der Auftrieb ein Problem sein. Hinter diesen Toren wartet Zarok und hackt mit den Dämonen aus dem Mausoleum bereits die übelsten Pläne aus. Ein kleiner Niemand sollte sich schleunigst aus dem Staub machen. Süß gemacht, oder? Ach scheiße, ich wollte mir nochmal heilen. Scheiße. Naja, schaffen wir schon. Willkommen im Heldensaal, wo die mutigsten Krieger der Geschichte nach ihrem Tod miteinander singen, feiern und Arm drücken. Wenn ihr euch als ihrer würdig erweist, geben sie euch vielleicht eine neue Waffe in die Hand. Oh ja! Nö, da hebe ich mein Geld lieber auf. Captain Fortescue, ich bin's, der Schauer Tim. Wie läuft's in der Schlacht? Ich würde ja zu gerne selbst eingreifen, aber wartet, ich kann euch meine Armbrust mit Schnellfeuer geben, mit der ihr die Pfeile an Wänden ablenken und so um Ecken schießen könnt. In der Schlacht von Gellermeer habe ich damit auf Zaroks besten Krieger Lord Cador geschossen, als ihr schon tot wart. Ein Volltreffer ins Auge, ja! Nicht, dass ein Augenschuss eine tolle Leistung wäre, Sir. Oh, leb wohl, Sir. Yeah.
Hammer. Und das bin ich. So. Zollt den Helden Tribut, indem ihr euch vor ihre Statuen stellt und auf spirituelle Führung wartet. Ach, ein Kelch habe ich schon. Genau was, hier ist nix. Ist auch nix. Nur wenn ihr euch wahrhaft als würdiger Held erweist, könnt ihr zur höheren Ebene dieses Saals aufsteigen. Wenn ihr allen Helden im unteren Saal gehuldigt habt, verfestigt sich die geisterhafte Treppe. Okay, bei beiden. Und was haben wir da? Da haben wir auch nochmal Helden. Und da haben wir auch nochmal Waffen, so wie es aussieht. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, ey. Ah, da oben ist das Schild. Genau, da kommt ja noch das Schild mit dem Totenkopf. Da ist er. Das hatte ich ja auch. An die Armbrust kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern. So, dann machen wir jetzt mal den Dämonen platt. Ich will euch ja auch nicht so viel spoilern. Für die Leute, die es halt noch nicht kennen, noch nicht gespielt haben. Ich find's geil. Feind folgt mir also auch noch aus dem Grab. Aber ihr kommt zu spät, Fortescue. Meine Armee ist bereits auferstanden und ihr werdet hier nie herauskommen. Wusste ich auch gar nicht mehr, dass da so viel Gequatsche war. Also viel für euch, nicht viel, naja, aber... Ah, scheiße, das mit den, Steinen, oh. Manche Hindernisse lassen sich mit Keulen und anderen Waffen zerschmettern. Experimentiert etwas herum. So, 5%. Diese Felsen zermahlen eure Knochen zu Staub, wenn ihr nicht aufpasst. Hm. Ich hoffe, ihr habt einen guten Schild. Nee, hab ich nicht. Ich brauche ein Schild. Thank you.
Irgendwo muss ja ein Schild sein. Von großem archäologischen Interesse. Zerstört den Felsblock und holt euch die kostbaren Schätze darin. Soll ich den zerstören? Was war denn das Anvisieren damit? Ich weiß gar nicht mehr, wie geht denn der kaputt? Von großem archäologischen Interesse. Zerstört den Felsblock und holt euch die kostbaren Schätze darin. Weiß ich gar nicht mehr, ey. Gingst du noch irgendwo lang? Nee. Schild. Ich habe ja nichts, um was kaputt zu machen. Geht's auch nicht so lang? Der hat nur Armbrustzeug und die Messer. Durch. So, bei dem hier. Keule ist eine primitive, aber wirksame Waffe. Schlag zu, setzt in Brand. Doch Vorsicht, ein Schlag zu viel und sie zerbricht. Dann nehmen wir uns natürlich auf. Kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Was für eine Luft. Wir hassen diese dunklen Höhlen und den fauligen Gestank nach alten Hexen. Hier hausten sie einst und brauten ihren Teufelstrank im Kessel auf dem Hexenfeuer.
Und obwohl sie schon vor langer Zeit weiterzogen, steigt uns ihr ekelhafter Geruch heute noch in die Nase. Ich guck gerade, wann Medieval veröffentlicht wurde. Über 20 Jahre, sag ich doch. 1998 war das. Ah, falsch. Eine Flasche aufgebohrt, scheiße. Aber hier weiß ich schon mal jetzt, wo der Kelch ist. Handbuch der Hexenzirkel. Für Hexen und Hexerei Interessierte. Ein Hexenzirkel erreicht den Höhepunkt seiner Macht erst, wenn all seine heiligen Flammen brennen. Hexen bieten Abenteurern bekanntermaßen Hilfe an, leben jedoch zurückgezogen und müssen mit Hilfe mystischer Glücksbringer oder Talismane herbeigerufen werden. Mhm. Man sollte aber wissen, dass die Hilfe einer Hexe nur selten umsonst ist und die Hexe meist eine Gegenleistung vom Abenteurer verlangt, bevor sie ihm Hilfe gewährt. Vergesst beim Beschwören einer Hexe nicht, dass sie äußerst territorial sind. Anzeichen früherer Hexenaktivitäten im Gebiet sind ein Hinweis, dass eine Hexe herbeigerufen werden kann. Handbuch der Hexen. Ich glaube, da muss ich dann noch was warten. Ja, dann warten wir noch was. Den kriegen wir noch nicht, den Kelch. Dann müssen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen kämpfen. Ah, scheiße. Ich hab mich versprungen. Oh, fuck. Thank you.
Knaller, ey. Voll außer Übung, ey. Können wir jetzt Schild holen? Mist. Oh, jetzt war ich aber ein bisschen überfordert, ey. So, Jump'n'Run war nie mein Talent. Jetzt war ich ein bisschen überfordert. Im Prinzip ganz einfach, die Roten kommen da durch und die anderen gehen den weiten Weg. Mal gucken, ob wir das jetzt alles nochmal neu machen müssen. Ja. Ja, wissen wir uns ja nicht. Da weiß ich jetzt, wo das Buch ist. Wir können uns ja Zeit lassen. Ah, scheiße. Oh, fuck. Moment. Ach, Mann. Mist. Sah ihm so gut aus. Der kommt bei mir hin. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Scheiße, wie man jetzt scheiß Schild benutzt. Wir haben versagt. Nehmt unser Leben. Ein
kluger Abenteurer geht bei der Erkundung eines Gebiets gründlich vor. Ich weiß. Verborgene Stellen werden reiche Belohnungen. Krass, mal 65%? Machen. Noch was. Muss ich jetzt erst in die Höhle rein, damit er mir wieder sagt, wegen dem Hexenzeichen, oder? Das ist ein Drache. Ist doch nichts, wo die kleine Licht hinfliegt. Dann gehen wir mal da rein. Gucken wir mal nach. Kann ja sein, dass, weil wir das noch nicht haben. Scheiße, ich brenne. Handbuch der Hexenzirkel. Für Hexen und Hexer. Nicht.
gar nicht. Da auch nicht. Kriegen wir das denn hier auf? Feuer, ja, Feuer. Aber wie mache ich Feuer? Schlauch. Ach so, nee, das ist ja nur die Rüstung, wo meine Rüstung ist. Das ja nur, stimmt ja. Ich kriege aber später auch noch ein Schild und kann das benutzen. Das weiß ich. Nahkampf, Fernkampf. Ah, okay. Jetzt habe ich es raus, wie man das... Ich brauche noch Seelen, ey. Scheiße. Bin hier ran. Oder kommt hier noch ein Stück... Ich weiß es... Fuck, falscher Weg. Da lang.